Hey, hallo und willkommen zurück. Ihr habt ziemlich viele Kommentare geschrieben, vor allem unter den letzten beiden Videos. Und einige von euch haben sich gewünscht, dass wir nochmal einen Dark Mode einbauen. Und zwar diesmal in die Aufgaben-App. Wir hatten ja schon mal einen Dark Mode in die Boom-App eingebaut. Und zwar einen automatischen Dark Mode. Das heißt, der hat sich immer angepasst anhand der Systemeinstellungen oder anhand des Energiesparmodus. Heute soll es mal darum gehen, einen manuellen Dark Mode einzubauen. Was meine ich mit manuellen Dark Mode? Ich meine, wir nehmen uns die Aufgaben-App. Wir haben oben die Titelleiste, da werden wir einen Button einbauen oben rechts und wenn man den Button tippt, dann kann man den Dark Mode einschalten. Wenn man nochmal tippt, dann kann man den Dark Mode wieder ausschalten und darum soll es heute gehen. Ich würde sagen, wie immer, lasst uns direkt loslegen und keine Zeit verlieren. Also, auf geht's! Der manuelle Dark Mode, wunderbar! Und zwar, um den manuellen Dark Mode machen zu können, bauen wir erstmal den automatischen Dark Mode ein, denn den brauchen wir auf jeden Fall. Beziehungsweise sind das die gleichen Schritte am Anfang. Das heißt, ich zeige es einfach nochmal. Wie machen wir denn einen Dark Mode? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir gucken mal. Wir haben hier links die Ordnerstruktur und es gibt hier einen Ordner RES, steht für Resources. Und hier gibt es Values und wenn wir Values aufklappen, haben wir eine Datei, die heißt Colors.xml. So tippen wir mal an, öffnen wir die und hier sind alle unsere Farben definiert. Ja? Du erinnerst dich, also hier hatten wir ja die Primärfarbe definiert, die Akzentfarbe, den Hintergrund für unsere Liste, den Hintergrund für den Bereich unten, wo wir die neue Aufgabe eingeben und auch die Farbe unseres Absenden-Buttons. Und jetzt wollen wir diese Farben für den Dark Mode etwas anders gestalten, also üblicherweise etwas dunkler. Das heißt, wir tippen hier auf den Values-Ordner mit der rechten Maustaste und gehen dann auf New Values Resource File. So, und dann kommt dieser Dialog und dann geben wir als Filename genauso wieder Colors an, genauso wie die eigentlich schon heißt, die Datei Colors. Aber wir werden jetzt hier links unter Available Qualifiers nach unten scrollen zu Night Mode, werden es antippen und hier mit diesem Doppelpfeil hier rechts in die Liste Chosen Qualifiers bewegen. Ich mache das mal breiter, dann sieht man das besser. So, haben wir gemacht. Jetzt haben wir Not Night als Chosen Qualifier und das stellen wir einmal um auf Night, weil wir wollen jetzt sozusagen die Farben definieren für den Fall, dass sich das Gerät im Dark Mode, also hier im Nachtmodus befindet. Ja, Dark Mode oder Night Mode, das ist in dem Fall das Gleiche. So, und was macht er? Er legt eine neue Datei an, die genauso heißt Colors.xml, eben für den Night Mode. So, die legt er auch schon, wie gesagt, hier schön an. Machen wir ein bisschen Platz zwischen den Tags hier Resources. Und was machen wir? Wir kopieren einfach mal unsere Farben. Zack, Copy, also hier Steuerung C unter Windows. Dann gehen wir in die Night Datei und fügen die einfach wieder ein. Und dann können wir die Farben einfach nacheinander durchgehen und dunklere Farben draus machen. So, ich habe das auch schon mal vorbereitet. Ich schaue mal hier auf meinen Spickzettel. Als Primärfarbe hatte ich mir überlegt, ich mache das mal schnell 985C1B. Das ist hier so ein ganz dunkles Orange, das ist fast schon braun. Dann noch dunkler 7F4D17. Könnt ihr auch genau die nehmen natürlich, habe ich nichts dagegen. Ihr könnt aber auch selber mal schauen, was euch gefällt. 3D5B99. Das ist hier so ein ganz dunkles Blau. Der Hintergrund der Liste soll 6xB sein. Und von dem Bereich unten habe ich mir gedacht, B2, B2, B2. Das ist ein bisschen dunkleres Grau. Und Accent Color lassen wir einfach so. Fertig. So, und das können wir auch schon mal probieren. Denn das ist es im Prinzip für den automatischen Dark Mode. Das heißt, wenn das Gerät im Dark Mode ist, was unter Android 10 möglich ist, oder im Energiesparmodus, dann sollten wir eigentlich schon diese dunklen Farben hier bekommen. Ich probiere das mal. Ja? Also wir drücken hier oben auf Run und schauen uns das mal an. So, da haben wir auch schon die App. Das ist der ganz normale Tagmodus und jetzt würde ich hier mal runterziehen und mal den Night Mode bzw. den Dark Mode einschalten. Wo haben wir den denn? Hier, dunkles Design. Oder ich kann auch auf Energiesparmodus tippen. Ja, machen wir das mal. Zack. Gehen wir zurück. Und ihr seht, die App ist dunkler geworden. Man sieht es vielleicht nicht so deutlich, aber das ist hier schon das dunkle Braun und auch der Rest ist dunkler. Ich mache das nochmal rückgängig, ziehe das hier nach unten, schalte den Energiesparmodus wieder aus. Zack. Und schon ist unsere App deutlich heller. Also der automatische Dark Mode funktioniert schon. Und da machen wir jetzt einfach weiter. Und zwar haben wir ja oben die Titelleiste in unserer App. Da haben wir links den Titel, Checkliste. Und rechts ist noch viel Platz. Da können wir zum Beispiel ein Icon positionieren.
für den Dark Mode und dann mit anhand dieses Icons eben umschalten. So, jetzt brauchen wir also ein Icon für den Dark Mode. Wo finden wir Icons? Das hatte ich euch schon mal erklärt. Da gibt es eine coole Webseite mit jede Menge Icons. Die heißt materialdesignicons.com. Da gehen wir mal rauf. So, das ist die Seite materialdesignicons.com. Und dann haben wir hier ein Suchfeld. Und da können wir ja mal irgendwas eingeben. Dark zum Beispiel. Vielleicht finden wir da schon was. Ja, da schlägt er jetzt hier das vor. Das ist eigentlich schon ein gutes hier rechts. Mir gefällt das hier, ja, wo wir hier links so ein bisschen was Dunkles haben und hier rechts was Helles oder andersrum. Das ist eigentlich für Brightness, also für die Einstellung der Helligkeit, aber ich denke, das ist eigentlich auch ganz gut für Dark Mode. So, tippen wir drauf, dann kriegen wir dieses Pop-up hier und ich empfehle euch immer auf Advanced Export zu klicken und hier die Größe einzustellen. Und ich hatte euch ja mal gesagt, wenn wir so ein App-Icon nehmen, also ein Launcher-Icon, dann sollte die Größe 192 Pixel sein, also 192 mal 192. Wenn wir jetzt ein Icon wollen für unsere Menüleiste, beziehungsweise für die Titelleiste, die übrigens Action Bar heißt in Android, empfehle ich euch eine Größe von 96 mal 96 Pixel. So, dann solltet ihr als Farbe weiß nehmen, würde ich vorschlagen. Das passt ganz gut, weil der Titel ist auch weiß. Und hier unten könnt ihr noch ein Name, unter Custom Name gebt ihr noch einen Namen an. Vielleicht einfach Dark-Mode. Und dann tippt ihr hier auf diesen Icon-Button. Und dann wird ihr das Icon als PNG-Datei herunterladen. Und das nehmt ihr einfach. Das heißt, ihr öffnet euren Finder oder Windows Explorer, was auch immer ihr für ein Betriebssystem habt. Markiert die Datei, Steuerung C zum Kopieren. Dann geht ihr in Android Studio zurück. Und klickt hier diesen MipMap-Ordner an, den findet ihr auch unter REST wie Resources, dann MipMap und dann einfach STRG V zum Einfügen und dann fragt er nochmal, in welchen MipMap-Ordner, weil es eigentlich mehrere gibt und ihr wählt hier diesen letzten, das ist der MipMap XXX HDPI, also 3X, das ist die höchste Auflösung. Klickt ihr auf OK und dann wird er hier diese Dark Mode PNG einfügen, bestätigen wir nochmal und dann ist die da auch drin, können wir hier aufklappen und dann sehen wir das. Ja, hier ist ja unter anderem auch euer Senden-Icon. Können wir uns mal angucken. Das Ding hier, was unten rechts bei den Aufgaben ist. Und hier ist euer Dark-Mode-Icon in weiß. Und jetzt geht es darum, dieses Icon zu platzieren, oben rechts in der sogenannten Action-Bar. So, wie machen wir das? Machen wir erstmal hier alles zu. Dazu brauchen wir eine Menüdatei, denn das Ganze ist nicht nur ein Icon oben rechts, sondern streng genommen ist es ein Menü, was wir da einbauen wollen, auch wenn es nur aus einem Icon besteht. Das heißt, wir würden einen neuen Ordner erstellen. Wir markieren hier wieder den RES-Ordner für Resources, rechte Maustaste drauf New und dann Android Resource Directory und der Name des Verzeichnisses ist einfach Menu. Dann auf OK, bestätigen und dann habt ihr so einen Menü-Ordner. Da geht ihr auch nochmal mit der rechten Maustaste drauf, New. Und dann erzeugt ihr eine neue Menu-Resource-File. Zack. Und da das ja quasi unser Hauptmenü ist, würde ich das einfach mal Main-Menu nennen. Main-Menu, genau. Dann auf OK. Zack. Und dann erstellt ihr euch hier so eine XML-Datei. Bei euch sieht das hier möglicherweise sogar so aus. Hier oben könnt ihr nämlich wieder umschalten zwischen Code, also sprich dem XML, was wir schreiben, dem Design, was so aussehen würde, was wir nicht unbedingt machen wollen, und dem Split, wo wir das Design einfach rechts als Vorschau sehen. So, genau. Na, wenn ihr hier schaut, er hat also eine Main Menu XML angelegt und hier können wir jetzt das Menü schreiben. Also hier definieren wir, wie das hier rechts oben in unserer Titelleiste aussehen soll. So, da wollen wir ein Icon einbauen. Das Ganze muss ein Item sein. Das heißt, wir machen einen neuen XML-Tab auf, den nennen wir Item. Und so ein Item hat auf jeden Fall immer eine ID, also tippen wir ID, das ist wie die Layouts, die wir schreiben, so ungefähr funktioniert das hier auch. Das heißt, er hat hier eine Auswahlliste an verschiedenen Möglichkeiten, ID brauchen wir, das ist, wenn ihr hier Enter drückt, Android-ID. Und dann müssen wir eine neue ID definieren, das machen wir wieder mit add plus ID. Und mein Vorschlag wäre dark-mode, so ist die ID von diesem Item. So, dann brauchen wir immer zwingend einen Titel, genannt Title, also Android-Title. So, und hier kann irgendwas drinstehen, das sieht man dann, wenn man lange auf das Icon tippt, zeige ich euch nachher mal. Ich würde vorschlagen, dass wir hier auch die Strings-Datei benutzen, damit wir das später vielleicht mal übersetzen können. Das heißt, wir gehen mal hier unter Values Strings in die Strings-XML. Da haben wir ja alle unsere Strings, also alle unsere Texte drin. Und dann machen wir einen neuen, den nennen wir mal
Dark Mode, Menü, Item vielleicht oder einfach Dark Mode. Warum nicht einfach Dark Mode reicht auch. Und wie nennen wir das? Wir nennen es Dark Mode auf Deutsch. Ist sozusagen, ihr könnt das auch dunkles Design nennen. Irgendwas, was also hier das Ganze beschreibt. Ne? So, also der Key, also sprich der Name ist hier Dark Mode und dunkles Design ist der deutsche Text dazu. Gehen wir zurück in unser Menü und bauen es hier ein. Das können wir referenzieren mit addString und da wird es auch direkt schon angeboten hier addString slash Dark Mode. So, und ihr seht, so würde das bis jetzt aussehen. Das ist noch nicht so doll. Wir wollen ja einen Icon haben. Also machen wir hier noch Icon, Android-Doppelpunkt-Icon. Und dann wollen wir ja hier aus unserem MipMap-Ordner die Dark Mode PNG referenzieren. Das heißt, add Zeichen, MipMap und dann suchen wir es uns einfach raus, Dark Mode. Zack. Jetzt haben wir das. Aber wie ihr rechts in der Vorschau erkennen könnt, noch wird uns das nicht angezeigt. Warum? Weil wir nämlich noch was machen müssen. Nämlich tippt mal Show as Action, heißt es. Enter drücken. Ganz wichtig. Denn hier ist es jetzt nicht Android Doppelpunkt Show as Action, sondern App Doppelpunkt Show as Action. Und wenn ihr halt Enter drückt, dann wird er hier oben auch noch automatisch eine Zeile hinzufügen, was jetzt so schnell ging, habt ihr vielleicht nicht gesehen. Und zwar den Namespace für dieses App hier vorne. Ja? Also diese Zeile ist auch ganz wichtig, macht er aber alles automatisch, wenn ihr nur tippt Show as Action und dann auswählen und Enter drücken. Ja? Also App Show as Action und dann einfach hier Always auswählen. Das wird dazu führen, dass er diesen Menüpunkt hier, dunkles Design, nicht als so ein Pop-up-Menü anzeigen wird, sondern eben das als Icon, wie wir das wollen. Zack, und ihr seht schon, ist unser Icon hier oben rechts, wie wir das haben wollen. Wunderbar. So, nochmal ein Zeilenumbruch, denn dürft ihr nicht vergessen jetzt Slash und spitze Klammer zu, um dieses Item hier, dieses XML-Tag auch wieder zu schließen. So, jetzt haben wir also ein Item-Element, bestehend aus ID, Title, Icon und Show as Action. Sieht so aus. Wunderbar. Könnten wir eigentlich fast testen, würden wir aber noch nicht sehen, weil wir müssen diese Datei jetzt natürlich auch noch benutzen, diese Main Menu XML. Wie machen wir das? Dazu gehen wir in die Main Activity und bauen die mal ein. Wo bauen wir die ein? Ich verrate es euch ganz unten. Es ist eigentlich egal wo. Ich zeige euch, wie es geht, aber wir machen das hier mal ganz unten. Wir schreiben hier eine neue Methode und zwar werden wir eine Methode überschreiben, die es eigentlich schon gibt, die ihr nur nicht seht. Wenn wir nochmal hochscrollen, dann wisst ihr ja, haben wir die Main Activity und die erbt von der App Compat Activity. Und ich hatte ja in den vergangenen Videos erklärt, dass diese Datei App Compat Activity von Android mitgebracht wird. Und da sind schon jede Menge Methoden drin, die so standardmäßig schon funktionieren, die also schon Funktionalitäten mitbringen für unsere App, die wir aber überschreiben können, um die App zu erweitern oder andere Funktionalitäten eben hinzuzufügen. Das werden wir uns jetzt zunutze machen. Das heißt, wir gehen hier mal unten hin und überschreiben eine bereits vorhandene Methode und die heißt OnCreateOptionsMenu. Also wir tippen nur OnCreate und dann seht ihr schon, OnCreate wird vorgeschlagen, die haben wir ja oben schon geschrieben, die lassen wir und die nächste, die ihr uns vorschlägt, ist OnCreateOptionsMenu. Ja, die könnt ihr im Prinzip auswählen hier, also einfach mit den Pfeiltasten hier nach unten gehen. Enter drücken und dann wird er den sogenannten Methodenrumpf schon für euch erzeugen. So sieht die Methode nämlich aus. Hier oben schreibt er addOverride, das bedeutet, er überschreibt eine Methode, die schon existiert. Die Methode ist öffentlich, die gibt ein Boolean zurück, das zeige ich euch gleich und sie heißt OnCreateOptionsMenu. Übergeben wird das Menü. So, kommen wir gleich zu. So, die Zeile hier mit dem Return, die kann raus, die hat er zwar wunderbar angelegt, brauchen wir aber nicht. Hier wollen wir jetzt unsere Menüdatei anbinden. Die haben wir ja gerade geschrieben, das ist eine XML-Datei. Und ich hatte in einem vergangenen Video, in eines der vergangenen, ich weiß gar nicht, war es in dem letzten, ne, mit der Liste, hatte ich euch gesagt, wenn man aus einer XML-Datei Java-Code machen möchte, braucht man einen sogenannten Inflator. Und wir hatten beim letzten Mal den sogenannten Layout-Inflator benutzt. Diesmal brauchen wir den Menu-Inflator. So, also das heißt, wir nehmen uns hier den Menu-Inflator, wir nennen den Menu-Inflator. Und den können wir uns holen, denn der ist auch schon vorhanden hier in der Activity. Mit der Methode getMenuInflator können wir uns den holen. Dann haben wir den in Hand, nämlich in der Variable MenuInflator. Und jetzt können wir unser Menü inflaten, also sprich aus der XML-Datei ein Java-Objekt machen. Das machen wir mit MenuInflator. Die Methode heißt inflate, wird uns direkt vorgeschlagen, wunderbar. Und wir müssen zwei Dinge übergeben. Einmal die Ressource, wie die heißt,
und einmal das Menü. So, machen wir das. Also Inflate, die Resource, das ist R für Resources. Dann haben wir gesagt, im Menüordner befindet sich die und die heißt Main Menu. So, Komma. Und das Zweite, was wir übergeben müssen, ist das Menü selbst. Das wird uns ja hier von außen reingereicht. Das übergeben wir einfach. Also mit Menü ist im Prinzip oben der rechte Bereich der Actionbar gemeint. Das ist das hier, das Menü. Und diesem Menü wollen wir unsere XML-Definition hinzufügen. Und deshalb geben wir die eben auch als Argument an. So, das ist es. Jetzt inflatet er unsere XML-Datei, erzeugt dieses Menü, also sprich unser Icon oben rechts. Und trotzdem hat er hier einen Fehler. Warum? Ja, Missing Return Statement. Denn ihr seht, die Methodensignatur sagt uns, wir müssen ein Boolean zurückgeben. Was ist ein Boolean? Eigentlich wisst ihr das schon, das hatten wir in den letzten Videos sicherlich schon ein paar Mal. Ein Boolean ist ein Wahrheitswert, kann also true oder false sein, wahr oder falsch. Und diese Methode verlangt, dass wenn wir sie überschreiben, immer return true zurückgeben, damit er weiß, dass er hier etwas machen muss. So, also immer return true bei dieser Methode. Fertig. Jetzt können wir das Ganze mal testen und schauen, ob tatsächlich unser Icon oben rechts schon angezeigt wird. Ja, wundervoll. Ihr seht, hier oben rechts haben wir unser Icon. Wenn ich da jetzt lange mit dem Finger drauf gehe, dann kommt der Text, den wir definiert hatten in der Strings-Datei, dunkles Design. Aber sonst passiert hier natürlich noch nichts. Das müssen wir natürlich noch programmieren, dass das auch richtig funktioniert. Machen wir jetzt. Was soll denn passieren, wenn man oben rechts auf das Icon tippt? Soll der Dark Mode eingeschaltet werden? Und wenn man nochmal tippt, soll er wieder ausgeschaltet werden. Und ich würde auch sagen, das wäre ganz vernünftig, wenn er das auch speichert. Das heißt, wenn man das nächste Mal die App startet, dass er auch immer die Einstellung behält, die er beim letzten Mal hatte. Also wenn ihr die Aufgaben-App üblicherweise im Dark Mode benutzen wollt und er startet am nächsten Tag wieder die App, dann soll auch wieder der Dark Mode an sein. Also nicht, dass ihr jeden Tag da neu auf dieses Icon tippen müsst, um das umzuschalten. Also er soll sich das auch merken, ne? Und weil das ziemlich viele Aufgaben sind, einschalten, ausschalten, den Zustand speichern, den Zustand wieder laden und so weiter, würde ich sagen, müssen wir diese ganzen Dinge, die er tun soll, in eine extra Klasse schreiben. Das empfiehlt sich, weil sonst, wir könnten die ganze Logik dazu natürlich auch hier in die Main Activity schreiben, aber das wäre ein bisschen schade, weil dann wird die so lang, unübersichtlich. Anders gesagt, wenn wir das auslagern in eine extra Klasse, dann könnten wir diese extra Klasse auch wiederverwenden, vielleicht in anderen Apps und ruckzuck so ein Dark Mode auch in eine andere App mal einbauen. Also gehen wir hier mal auf den Java-Ordner, dann auf unserem Package hier, wo auch die ganzen anderen Java-Dateien drin sind, rechte Maustaste, ihr kennt das. Dann gehen wir auf New Java Class und ich würde sagen, das sieht auch jeden Tag anders aus hier, dieses Pop-up. Na gut, wir müssen einen Namen eingeben. Und mein Vorschlag wäre, wir bauen einen Manager dafür. Ihr wisst ja, was ein Manager ist. Ein Manager managt irgendwelche Dinge. Und was managt er? Er managt den Night Mode oder wir nennen das ja den ganzen Tag Dark Mode. Also schreiben wir doch einfach Dark Mode Manager. Enter. Ach ja, das sieht wirklich jeden Tag anders aus. Keine Ahnung, was er hier von mir will. Einfach auf OK. Fertig. So, dann erzeugt er also eine neue Datei bzw. eine neue Klasse, die heißt Dark Mode Manager. Wundervoll. So, machen wir uns ein bisschen Platz. Und was soll die können? Die soll den Dark Mode einschalten, ausschalten und den Zustand merken. Dazu würde ich empfehlen, dass wir erstmal zwei Konstanten machen. Was sind Konstanten? Konstanten sind wie Variablen, nur dass man sie nicht ändern kann im Code, sondern dass sie einfach fix sind. Das heißt, eine Konstante würde man so definieren, final, static und vom Typ würde ich vorschlagen ein int. Die erste Konstante würde ich day nennen für Tag. Jetzt können wir dem irgendeinen Wert geben, 1 oder 2, wie ihr wollt. Noch besser ist es, wir referenzieren auf eine Konstante, die Android schon hat. Die ist ein bisschen versteckt, das muss man wissen. Und sie ist in App Compat Delegate Mode Night No, genau. Also Day heißt ja Tag und Mode Night No steht für Nicht-Night-Modus, also auch für Tag. Das heißt, wir nehmen einfach den Wert, also was steckt dahinter? Da steckt einfach die 1, ihr könnt aber 1 schreiben, das geht genauso gut. Liest sich hier aber besser. So, dann machen wir noch eine Konstante für Nacht. Die können wir auch referenzieren auf eine, die es schon gibt. Mode Night Yes, das, ihr seht, das ist einfach die 2. Also nochmal, ihr könnt hier auch einfach 2 schreiben, wenn euch das lieber ist. Und hier auch einfach 1. Das geht genauso gut. Ich mache das trotzdem mal so. Jetzt haben wir zwei Konstanten, eine für Tag, eine für Nacht. Und wir wollen jetzt eine Methode, die den Dark Mode setzt.
beziehungsweise auch den Day Mode. Wir wollen ja immer hin und her schalten können. Also machen wir eine neue Methode. Die gibt nichts zurück, die ist öffentlich. Die könnten wir nennen Set Mode. So, den Mode muss man natürlich übergeben als Integer, also entweder die 1 für Tag oder die 2 für Nacht. Ja. So, und wie setzen wir den Modus? Ganz einfach, wieder mit dieser App Compat Delegate. Das muss man jetzt wissen, deswegen, ich sage euch das jetzt einfach mal. Und da gibt es eine Methode, die heißt SetDefaultNightMode. Das ist also eine Methode, um manuell den Nachtmodus zu aktivieren oder nicht zu aktivieren, also an- oder auszuschalten. Und hier übergeben wir einfach den Mode, den wir hier von außen reingeben. Ja, also die 1 für Tag, dann wird alles hell. Und oder eben die 2 für Nacht. So, das ist es eigentlich schon. Jetzt können wir schon den Modus setzen. Jetzt wollen wir ihn auch speichern. So, ihr wisst, um Daten zu speichern, einfache Datentypen zu speichern, benutzen wir Shared Preferences. Das hatten wir schon mal für die Highscore in der Boom-App. Falls ihr nicht mehr wisst, schaut euch das Video an zur Highscore in der Boom-App, die Boom-App-Serie. Dafür brauchen wir die Shared Preference-Klasse. Das heißt, die würde ich hier mal einfach hier oben hinpacken, Shared Preferences. Und dann schreibe ich noch einen Konstruktor. Dem Konstruktor geben wir von außen den Kontext rein. Und mit dem Kontext initialisieren wir hier die Shared Preferences Variable hier oben, indem wir einfach die Shared Preferences aus dem Kontext rausholen. Und zwar anhand eines Scopes. Das heißt, wir übergeben hier noch einen Namen, sodass wir einen abgeschlossenen Bereich für unsere Einstellung haben. Nennen wir jetzt einfach Dark Mode. Und der Modus, den wir hier übergeben, der muss private sein. Mode private heißt es. Context.modeprivate. Das bedeutet, dass nur wir in der Lage sind, also nur unsere App in der Lage ist, die Einstellungen für den Dark Mode zu lesen und zu schreiben. Also sprich, andere Apps haben keinen Zugriff auf unseren Dark Mode. So, das sind die Shared Preferences, die wir hier initialisieren über einen Konstruktor. Und dann, immer wenn man den Modus setzt, müssen wir den auch speichern. Also Shared Preferences, Edit, Put Int, Mode, Mode. Also wir nennen die Variable, die wir speichern wollen, nennen wir Mode und das ist der Wert dazu. Ja. Achso, und am Ende natürlich nicht vergessen, Apply, damit das Ganze auch tatsächlich gespeichert wird. Das erkläre ich alles, wie gesagt, in dem Video zur Boom-App. Jetzt brauchen wir noch eine Methode, um den Wert auch wieder aus den Shared Preferences herauszuholen. Die würde dann sinnvollerweise GetMode heißen. Achtung, jetzt hat die Rückgabetyp Int, weil wir was zurückgeben wollen, nämlich den Modus, also Return Shared Preferences GetIntMode. Und als zweites Argument kann diese GetInt-Methode, also das Herausholen eines Wertes, kann noch einen sogenannten DefValue übergeben bekommen. DefValue steht für Default Value, das kennt ihr schon. Das hatten wir mal bei Hawk schon mal benutzt im letzten Video. Wenn wir versuchen, einen Modus zu laden, den wir aber noch nie gespeichert hatten, weil das vielleicht der erste Start der App ist, würde ich sagen, sollte der Standard Day sein. Könnt ihr natürlich auch auf Night setzen, dann startet eure App beim ersten Start sofort mit dem Dark Mode. Ich mache das auf Day, ich mag den Tagmodus lieber, also das heißt, mein Standard ist der Tagmodus. So, das ist es schon. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den Konstruktor. Wir wollen ja dafür sorgen, dass sofort der Modus gesetzt wird, den wir beim letzten Mal hatten. Also immer dann, wenn der Dark Mode Manager benutzt wird, wollen wir schon mal den Modus vom letzten Mal setzen, also wiederherstellen sozusagen. Dazu laden wir den mit GetMode, jetzt haben wir den in der Hand, und setzen den gleichzeitig wieder. Ja, ist ein bisschen verrückt, der Aufruf, SetMode, GetMode. Aber ich kann das auch mal in langer Form schreiben, damit ihr das besser versteht. Wir holen uns den LastMode, also den Modus vom letzten Mal, mit GetMode und setzen den dann als neuen Modus. Ja? Also sprich, wir holen aus den Shared Preferences den Modus vom letzten Mal, den wir da gespeichert hatten, und rufen dann SetMode auf damit, sodass er wieder hier unseren Nightmode so setzt, wie er beim letzten Mal war. Und diese zwei Zeilen, die können wir eben auch kürzer schreiben, weil das LastMode ist ja hier GetMode. Können wir also hier einfach reinsetzen und dann sieht das schön kurz aus. Wunderbar. Schön wäre es noch, wenn wir uns noch eine sogenannte Convenient-Methode in den Manager bauen. Was heißt Convenient? Das heißt Bequemlichkeit. Das heißt, wir bauen uns eine Methode, weil wir bequem sein wollen nachher. Ich schreibe dir mal hin, dann wisst ihr, was ich meine. Die nenne ich Toggle. Toggle heißt so viel wie
hin und her schalten, umschalten. Denn was meine ich damit? Wir haben ja später in der App oben rechts dieses weiße Icon und wenn wir das antippen, dann soll ja nicht nochmal irgendwie die Frage kommen, welchen Modus willst du, Tag oder Nacht? Nein, wir wollen einfach toggeln, umschalten. Also einmal tippen, bupp, Nachtmodus, nochmal tippen, wieder Tagmodus, nochmal tippen, wieder Nachtmodus. Einfach hin und her, ein Switch, der hin und her schaltet. So, und diese Logik dafür, die schreiben wir hier in die Toggle-Methode. Das heißt, wir gucken mal, welchen Modus wir zuletzt hatten und setzen dann entsprechend den anderen Modus. Also wenn es gerade Tag ist, dann setzen wir Nachtmodus. Wenn gerade Nachtmodus ist, dann setzen wir den Tagmodus. Also wir wollen einen Modus setzen, SetMode. Wir gucken, welchen Modus haben wir aktuell mit GetMode und prüfen, ob das der Tagmodus ist. Wenn ja, dann wollen wir jetzt den Nachtmodus. Wenn nicht, dann wollen wir den Tagmodus. Fertig. So würde das aussehen, die Toggle-Methode. Sieht kompliziert aus, oder? Ich schreibe es mal anders hin. Also das ist die Zeile, die ich schreiben würde. Ich sage mal, wenn man neu in der Programmierung ist, kann man es natürlich auch erstmal einfacher schreiben, damit man es besser versteht. Wir würden also erstmal den Modus ermitteln, den wir aktuell haben. Also int currentMode ist getMode. Jetzt haben wir in currentMode in der Hand, ob es gerade Tagmodus ist oder Nachtmodus. Und wir wollen jetzt prüfen, wenn der Current Mode Tag ist, dann setze Nachtmodus, else setze Tagmodus. Na? Wenn jetzt gerade Tag ist, setze Nacht, ansonsten setze jetzt Tag, weil dann ist ja schon Nachtmodus. So könnte man das auch schreiben, sind ein paar mehr Zeilen, ist aber sehr übersichtlich, also ist nicht schlecht. Und ich sag mal, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann man das auch alles in eine Zeile schreiben. Das würde dann so aussehen. Also überlegt euch, wie ihr es machen wollt. Wollt ihr es übersichtlich halten, dass ihr nächstes Jahr auch noch wisst, was ihr hier geschrieben habt? Oder fühlt ihr euch schon sicher? Dann könnt ihr es auch so schreiben. Ich kann das ja auch nochmal zusammenfassen. Von innen nach außen denkt man hier. Das heißt, man holt hier den Modus, prüft gleichzeitig direkt beim Holen mit einem doppelten Ist gleich quasi ein Inline-If. Also wenn der geholte Modus Tagmodus ist, Fragezeichen, ja, dann schalte auch, also dann ist der Wert Nacht, ansonsten ist der Wert Tag und das Ganze steht in der SetMode-Methode. Also sprich, wir setzen Night oder Day direkt hier mit SetMode. Gut, wie ihr wollt. Ich nehme meine Zeile. Dark Mode Manager. Das ist der Dark Mode Manager und den müssen wir jetzt einfach nur noch benutzen. Das heißt, wir gehen hier mal in unsere Main Activity zurück. Ich empfehle euch hier, wo wir unsere Views haben, einfach den Dark Mode Manager auch zu speichern hier oben. Und dann gehen wir in die OnCreate-Methode und initialisieren den. So, und am besten noch, bevor wir das Layout bauen, damit erstmal die App schon mal weiß, wollen wir Tagmodus oder Nachtmodus und dann die entsprechenden Farben für das Layout nehmen kann. Das heißt, wir schreiben das nach SuperOnCreate, das ist wichtig, aber noch vor SetContentView, also dazwischen. Und zwar einfach initialisieren. Das heißt, wir erzeugen ein neues Objekt und speichern es lokal, indem wir den Konstruktor aufrufen mit dem Schlüsselwort new. Also new, Dark Mode Manager. Und wir erinnern uns, wir wollen den Kontext übergeben. Was ist der Kontext? Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Der Kontext ist in unserer App die Main Activity. Wir sind in der Main Activity, schreiben also nur this. Das ist es. Jetzt wollen wir noch dafür sorgen, dass wenn man oben rechts das Icon klickt, dass er tatsächlich mal toggelt, also umschaltet. Dazu müssen wir wieder eine Methode überschreiben, die Android schon mitbringt. Und diesmal heißt die onOptionsItemSelected. Also, wir hatten ja vorhin onCreateOptionsMenu geschrieben und jetzt onOptionsItemSelected. Also, das ist die Methode, die aufgerufen wird, wenn man oben so ein Menü-Item antippt. Enter drücken, dann baut er den Methodenrumpf. Dieses Return-Superzeug nehmen wir raus, brauchen wir hier nicht. Er übergibt uns ein Menü-Item. Das ist das, wo wir raufgetippt haben. Und jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch gucken, prüfen. Hey, was ist das für ein Item? Ist es das Item von dem Dark Mode oben rechts? Das heißt, ich mache hier mal if item get item ID ist gleich die ID von dem Dark Mode. Dann nimm den Dark Mode Manager und toggle. Ich erkläre es nochmal kurz. Diese Methode wird immer aufgerufen, wenn man oben in unserer Actionbar, also sprich in der Titelleiste der App, einen Button tippt oder einen Menüpunkt aufruft. Und der Menüpunkt, den man antippt, der wird uns hier als Menu-Item übergeben.
Da wir ja theoretisch mehrere Menüpunkte oben rechts haben könnten und nicht nur ein Icon für den Dark Mode, sondern vielleicht noch ein, weiß ich nicht, was für ein Icon, irgendwas. Ein Share, ein Save, ein Load, ein irgendwas. Vielleicht wird das Menü ja später noch länger. Müssen wir immer prüfen, hey, worauf hat denn der Nutzer eigentlich getippt? Was wollen wir eigentlich machen? Und das machen wir anhand der ID. Das heißt, wir nehmen uns das Item, holen die ID aus dem Item und gucken, ist es die ID von dem Dark Mode? Ja, diese ID haben wir hier definiert in unserem Main Menu XML. Das ist das hier. Wir haben ja unser Item hier Dark Mode genannt. Und jetzt gucken wir, ist das das Dark Mode Icon, wo wir drauf getippt haben? Wenn ja, dann nimm den Dark Mode Manager, den haben wir hier oben. Wir erinnern uns. Und ruf die Toggle-Methode auf. Und die macht den ganzen Rest mit dem Umschalten. Die haben wir ja gerade geschrieben. So, jetzt haben wir wieder einen Fehler. Warum? Missing Return Statement, so wie hier oben auch. Denn ihr seht, die Methode, die wir beschrieben haben, erwartet auch wieder ein Boolean. Und das ist der gleiche Fall wie hier oben. Return True ist auch hier absolut verpflichtend. Dann verschwindet der Fehler. Fertig. Testen. So, schauen wir mal. Ich tippe jetzt hier oben auf das Icon. Zack, das flackert hier auf dem Screen ein bisschen, aber hier auf meinem Handy ist es nicht so schlimm. Er schaltet auf jeden Fall um in den Dark Mode. Und wenn ich wieder tippe, schaltet er wieder zurück in den hellen Modus. Wie gesagt, das flackert hier, weil ich das hier streame auf meinen Monitor, damit das hier für die Kamera aufgezeichnet werden kann. Das sieht hier in Realität nicht so schlimm aus auf meinem Handy. Geht wunderbar. Und jetzt wollen wir auch mal testen, ob das funktioniert, wenn ich die App beende. Also sprich, wenn ich sie neu starte, ob wir dann immer noch den Dark Mode haben, so wie jetzt. Das heißt, ich würde die mal nach oben rausschieben und beenden. Und neu starten. Ja, und siehe da, ist immer noch der Dark Mode. Also es funktioniert. Er merkt sich auch die jeweils letzte Einstellung. Wunderbar. Ja, die Farben sind vielleicht noch nicht ganz perfekt. Ich würde sagen, da musst du dich selber mal austoben und ein bisschen rumprobieren. Gestalte die App so, wie sie dir am besten gefällt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Das würde mich wirklich sehr freuen. Denk auch daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu tippen, damit du kein Video verpasst. Nächste Woche geht's weiter. Und wenn du noch Ideen hast oder Vorschläge, was wir mal zusammen programmieren könnten, dann schreib's mir unten hier in die Kommentare. Ich lese wirklich alle. Wie immer, viel Spaß beim Coden und ein super schönes Wochenende.